Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Heute gucken wir uns mal meine Osterbestellung an, die ich für meinen Vater getätigt habe. Er hat sich nämlich zu Ostern eine BR01 von Rocco, Dampflokomotive Deutschen Bahn, gewünscht. Jo. Wie einigen wahrscheinlich jetzt schon auffällt, ist es die alte Rocco-Verpackung. Ich habe eine etwas neuere, aber Rocco hat schon wieder eine neue Verpackung. Die habe ich nicht gefunden von meiner 10er. Deswegen kann ich jetzt nur die hier zeigen. 40 Jahre Rocco. Das ist die Verpackung von meiner, von 90. Da gibt es auch ein kleines Video auf YouTube. Das kann ich ja mal unten in die Infobox hauen. So. Widmen wir uns aber jetzt mal der schönen 01. Zuerst ist ja natürlich ein bisschen Papierkram, was wir jetzt mal auspacken werden und uns auch mal genauer anschauen. Hier, wie man sehen kann, so ein klein bisschen Anleitung. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht durchgelesen. Brauche ich auch nicht. Obwohl man ja die Lok weiß, man die auspacken soll und zusammenbauen soll. Höchstens im Notfall, wenn man mal die Lok auseinandernehmen muss, weil da welche Sachen kaputt dran sind. So, abgenommen. Hier sieht man die schöne 01 BR 01 168 der Deutschen Bahn. Hier sind so ein paar kleine Zugsteile. Man sehen kann. Ja, packen wir mal das Schmuckstück aus. So, Lok und Teller sind getrennt. Hier sind auch noch einige Zugrüstteile von der 01. Wie man sehen kann, die liegen aber jetzt auch mal wieder zur Verwaltung. So, wie man sehen kann, Lok und Tender sind getrennt. Aber der schöne Tender. Und einmal die wunderschöne 01. Sogar mit einer Ölkanne hier drin. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Und ich muss sagen, ich bin echt fasziniert von der Detaillierung der Rocco-Lok. Hier sind hier überall so kleine Schläuche, Verkleidungen. Ich bin es anders gewöhnt von den alten Loks, aber ich muss sagen, diese Lok ist echt schön und sauber, vor allem detailliert. Und daher kann ich die Lok vom Aussehen her schon empfehlen. Die Probefahrt machen wir auch gleich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Bevor wir die Probefahrt beginnen, hier nochmal eine kleine Aufnahme von der Lok von der Seite, wie sie aussieht. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Probefahrt. So, wir sind bei der Probefahrt angelangt. Ich muss sagen, die Lok hat einen sehr, sehr, sehr ruhigen Lauf. Macht fast keine Töne. Läuft auf jeden Fall sehr geschmeidig. Nimmt die Stromaufnahme perfekt an. Ruckelt null. Also mein Fazit, ich kann die Lok jedem nur weiterempfehlen, der eine H0, also eine H0 und natürlich analoge Gleichstromanlage hat. Aber wer das Geld dafür hat oder sich damit auskennt, kann die Lok auch auf digital umrüsten. Mach lassen oder selber machen. Danke fürs Zuschauen. Ciao.